y medio, el señor Stadler. Herr Präsident, im Gegensatz zu meiner Vorrednerin bin ich der Meinung, die PKK ist eine terroristische Organisation. Sie finanziert sich mit Waffenhandel, Terrorismus, Drogenhandel, Prostitution und Schutzgelderpressung. Und daher bleibt sie eine terroristische Organisation. Und da habe ich Verständnis für die Position der türkischen Regierung. Dass aus der linken Seite eine andere Position kommt, wundert mich nicht. Aber die Debatte hier läuft sehr blauäugig. Wissen Sie, was die Türkei mit dem Fortschrittsbericht der Europäischen Union gemacht hat? Sie hat ihn einfach falsch übersetzt und dem Parlament vorgelegt in der falschen Übersetzung ins Türkische. Der Europaminister Egemen Bejcis hat gesagt, es sei subjektiv, voreingenommen und engstirnig, was die Europäische Union über die Türkei schreibt. Und der Vorsitzende des türkischen Verfassungskommissions hat in einer Live-Sendung der von CNN der Türkei diesen Bericht in den Müll geworfen. Was wollen Sie mit so einem Partner? Ist das ein ernstzunehmender Partner, der die Republik Zypern, ein Vollmitglied der Europäischen Union, bis heute nicht anerkennt? Man spricht in diesem Bericht der Kommission, den man falsch übersetzt hat, spricht man von der griechisch verwalteten südzyprischen Landesteil. Das ist ungeheuerlich. Man spricht im Zusammenhang mit dem armenischen Völkermord bis heute vom sogenannten Völkermord. Das ist ungeheuerlich. Man leugnet das Kurdenproblem. Man leugnet bis heute den Militäreinsatz, bei dem 34 Zivilisten in Uludere umgebracht wurden, schlicht und einfach ermordet wurden. Das leugnet die Türkei bis heute. Was wollen Sie von so einem Land? Dieses Land ist nicht europareif. Dieses Land gehört nicht zu Europa. Die Türkei wird hoffentlich nie europäisches Vollmitglied werden. Die österreichische Bevölkerung ist zu 80% gegen eine Vollmitgliedschaft der Türken in der Europäischen Union und daher werden wir auch weiterhin gegen diese Vollmitgliedschaft auftreten. Gracias, Herr Stettler. Tiene la palabra por dos minutos el señor Schöpflin. Ah, excuse me. Thank you, President. Blue card for just a moment, Mr. Chaplin. Just a moment. I would like to ask via Mr. Stadler if it would be possible for the European Commission not only to give the English version of the progress report to the Turkish government, but also to translate it in Turkish so that there can't be any misunderstanding. Because the English text was okay, it was only the translation. Ich möchte den Vorschlag der Kollegin begrüßen, aber wir müssen ihn dann auch gleichzeitig an alle türkischen Abgeordneten senden, weil der wird sonst gar nicht weitergeleitet. Und wir müssen ihn selbst in der Türkei veröffentlichen, weil das wird nämlich auch nicht gemacht. Das ist ja das Problem. Ich meine, ich fand es wirklich für ungeheuerlich, dass die türkische Regierung hergeht und unseren Bericht einfach falsch übersetzt und der Öffentlichkeit präsentiert und dann zusätzlich noch einen anderen eigenen Fortschrittsbericht vorgelegt hat, wo sie die Türkei als modellhaft demokratisch darstellt. Ich meine, das ist ja sowas von grotesk, dass es ja gar nicht mehr geht. Gracias.